Erzorninger 0-0 in Münster. Haben Sie sich das so vorgestellt oder gab es andere Vorstellungen für das Ergebnis oder für den Verlauf? Grundsätzlich stelle ich mir vor, dass wir nach 90 Minuten, dass ich jubelnd vom Platz laufe und wir den Gegner 6-0 vom Platz gefiedelt haben. Aber da es halt kein Wunschkonzert ist und Preußen Münster heute auch wieder ihre Stärke gezeigt haben, die sie haben, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, wir haben über 60, 65 Minuten das Spiel gut kontrolliert, haben in der Defensive nichts zugelassen, haben offensiv die eine oder andere Torschance gehabt, leider nicht so viele, wie mir vorstellt, vor allem, weil uns der letzte Pass dann nochmal gefällt und auch die letzte Überzeugung. Aber ich denke, wir haben schon gezeigt, warum wir im Moment auf Platz 2 sind. Und Münster hat auch gezeigt, warum sie den Anspruch haben, auf Platz 2 auch zu kommen, zumindest vor der Runde. Und dass sie die Qualität sicherlich auch haben, um weiter vorne mitzuspielen. Eigentlich beide Mannschaften hat ihre Pflichten und Tugenden ausgespielt, daher ein gerechtes 0-0, oder? Denke ich ja. Also ist ja klar, bei einem 0-0 sagt jeder Trainer immer, aber wenn man die Chance vielleicht reingemacht hätte. Aber wie gesagt, ich sah uns über weite Strecken des Spiels von der Kontrolle her besser im Spiel. Ja, wir haben auch wenig zugelassen. Dann kamen die letzten 20 Minuten und da hat Münster richtig Druck gemacht, ohne die ganz großen Torchancen rauszuspielen. Deswegen fand ich es insgesamt ein verdientes 0-0. Also der ein oder andere Fehlpass war schon im Mittelfeld. Haben Sie es eh nicht gesehen, dass da schon ein bisschen mehr Sicherheit hätte noch sein können? Ja, aber man kann sich nicht immer raussuchen, weil auf der einen Seite will man natürlich extrem aggressive Mannschaften mit extrem hohem Tempo, auf der anderen Seite, und hohes Tempo bedeutet immer viel Zeitdruck, viel Gegnerdruck, und dann ist halt auch mal ein Ballverlust unter Druck, kommt dann nicht zum Mitspieler. Deswegen fand ich das eigentlich von beiden Mannschaften schon eine sehr ordentliche Partie. Ja, ich hätte mir nur gewünscht, wenn wir ein bisschen Zeit gehabt haben, dass wir das noch besser aufgelöst haben, ja, dass wir zu lange im Ball blieben. Dann wünsche ich gute Weihnachtszeit und gute Fahrt. Ne? Wünsche ich euch auch, ja. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Herr Lohse, 0-0 gegen Leipzig. Ich habe schon gerade den Kollegen, den Herrn Zorniger, vor der Kamera gehabt. Der hat dann die gleichen Tugenden für seine Mannschaft in Anspruch genommen, wie ich sie heute auch für Münster gesehen habe. Nämlich eigentlich eine gute gestaffelte Abwehr, sehr sicheres, diszipliniertes Verhalten heute. War das auch der Schlüssel zum 0-0, zum Verdienen? Ja, aber ich denke trotzdem haben beide Mannschaften versucht, das Spiel zu jeder Sekunde zu gewinnen, haben die Offensive gesucht. Aber es ist natürlich so, dass man nicht ins offene Messer rennen kann gegen einen Gegner, der hochgespickt ist mit erstklassigen Offensivkräften. Es gibt ja nicht nur einen Stürmer, der wirklich Tore garantiert, sondern den einen oder anderen auch noch, der sogar von der Bank dann noch nachkommt, wenn man etwas müder wird. Und ich bin insgesamt mit der kämpferischen Leistung, mit der Mentalität, wie wir aufgetreten sind, sehr zufrieden. Natürlich hätte ich mir gewünscht, in der zweiten Halbzeit, dann, wo wir das Spiel besser unter Kontrolle hatten, wo wir immer mehr Anteile gewonnen haben, wo wir die Angriffe besser vorbereitet haben, den Siegtreffer zu erzielen. Aber es ist heute leider nicht gelungen und deswegen, glaube ich, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Simon Schedder macht beim letzten Spiel ganz spät das entscheidende Siegtor. Führt das dazu oder trägt das dazu bei, dass eine Mannschaft dann auch so ein Spiel hier stabiler und selbstsicherer wieder spielen kann? Ja, natürlich, wenn man Erfolgserlebnisse hat, gibt das natürlich am Ball mehr Ruhe, es gibt auch ein Stück weit mehr Sicherheit. Wir haben sehr viel konditionell gearbeitet in den ganzen Wochen und wenn man dann in der letzten Sekunde auch mal einen Treffer erzielt dann auch das Gefühl entwickeln kann, was wir auch schon in andere Richtungen erlebt haben, im späten Gegentor. Es geht, dann glaubst du natürlich auch einen Tick mehr dran. Und das war heute auch so. Wir haben bis zum Schluss dran geglaubt, den Siegtreffer zu erzielen und werden das in Zukunft sicher auch tun. Sie sind in einer schwierigen Zeit nach Münster gekommen. Jetzt haben wir das Jahr fast zu Ende, letztes Heimspiel. Sind Sie schon da angekommen, wo Sie hinwollen? Oder wie kann man das beschreiben? Wo stehen Sie mit der Mannschaft für sich? Ja, es ist natürlich so, dass, wie gesagt, wir waren damals auch voll im Abstiegsrennen, hatten 4 Punkte Abstand, glaube ich, zum nächsten Platz. Das heißt, mit einem Sieg warst du noch nicht in Reichweite. Jetzt ist die Situation sicher so, dass wir, alles ist immer noch eng. Wir haben aber einige andere Mannschaften mit in diese Situation hineinbezogen. Das heißt, die Nervosität beim Gegner wächst auch. Und für uns ist entscheidend, dass wir weiter kontinuierlich an uns arbeiten, dass wir Schwächen ausmerzen. Ich glaube, die Abwehr hat jetzt in den letzten Wochen, die ganze Mannschaft, das Defensivverhalten hat sich enorm verbessert, was auch die Basis dafür war, dass wir einen erheblichen Punktezuwachs hatten. Und trotzdem, jetzt haben wir noch ein Spiel und dieses Spiel
wird uns auch nochmal alles abverlangen, das ist klar. Dann haben wir kurze Zeit, Weihnachten zu feiern und ins neue Jahr reinzurutschen. Und dann geht es ja am 3. Januar schon wieder los. Also in der dritten Liga ist die Pause gerade für da, um ja, einfach ein bisschen den Akku aufzuladen und auch mal 10 Tage an was anderes zu denken als an Fußball. Kurze Frage noch, ist mit der Mannschaft was geplant? Macht man schön was zu Weihnachten noch vorher? Gemeinsam, ein bisschen unterm Weihnachtsbaum singen oder so? Ja, wir haben ja morgen die offizielle Weihnachtsfeier, die ist vom Verein organisiert und bin das erste Mal dabei, freue mich aber drauf. Und am Montag haben wir dann noch, was auch nicht unwichtig ist, die Jahreshauptversammlung, dass immer die Weichen so gestellt sind, dass ja einfach von ganz oben die Führung die Geschicke lenken kann. Und ja, insgesamt glaube ich, wird es Vollgas weiter noch bis nächsten Samstag. Wir werden dann hoffentlich noch mal was mitnehmen und dann den kurzen Urlaub auch genießen. Ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit und vor allen Dingen auch noch mal die Stabilität und den Erfolg in Burghausen dann nächste Woche. Das können wir machen. Ja? Dankeschön. Okay. Tschüss, ne? Alles Gute. Tschüss. Dennis Grote, du hast die 20. Ich habe es letztes Mal mit deiner Mütze jetzt endlich gelernt. Ich wurde schon von den Fans dafür ausgelacht. 0-0 gegen Leipzig. Ich glaube, das war eine Partie, da könnt ihr heute zufrieden mit sein, oder? Ja, mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, glaube ich schon, dass wir zufrieden sein können. Wir haben sehr guten Fußball gespielt. Das Einzige, glaube ich, was gefehlt hat, waren die Tore. Hast schwer geackert auf der linken Seite heute. Passt aber irgendwie in der Abwehr heute auch gut, ne? Wart ihr stabil und sicher? Woran liegt es heute? Was ist anders vielleicht? Ja. Oder ist was anderes oder ist es einfach die Sicherheit? Ich denke, wir treten jetzt schon auch dominant auf. Ich glaube, dass wir heute gegen eine sehr starke Leipziger Mannschaft auch relativ wenig zugelassen haben. Und ja, alles in allem haben wir in allen Bereichen heute sehr gut gespielt. Ich wünsche euch, dass ihr die Stabilität mit nach Burghausen nehmt. Alles Gute und schöne Weihnachtszeit. Ne? Gleichfalls. 0-0 gegen Leipzig. Du als Mannschaftskapitän heute mit deiner Mannschaft und dir zufrieden? Ja, wir haben, ich denke, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Zuschauer wurden auch, denke ich, endlich mal wieder verwöhnt. Wir haben sie nicht so oft verwöhnt dieses Halbjahr. Aber ich denke, es war von beiden Seiten ein sehr, sehr gutes Spiel. Mit viel, viel Tempo, mit nicht den großen Torraumszenen. Aber ich denke, dass sie auch in der Abwehrreihen geschundet, die wirklich auch wieder gut standen. Woran lag es, dass ihr heute so diszipliniert auch gespielt habt? Was ist anders gewesen vielleicht? Ich denke mal, diesen Trend hat sich schon die letzten Wochen immer fortgesetzt. Und es, auch wo wir mal Spiele mal knapp verloren haben, haben wir größtenteils, wir haben uns so aus dem Tal gekämpft sozusagen. Ja, und jetzt bin ich hoffentlich, oder ich denke, dass wir ein bisschen da drüber sind. Und jetzt gilt es halt, diese Konstanz zu haben und das immer wieder abzurufen. Die wünsche ich euch für Burghausen und vor allen Dingen für die Familie und ihr schönes Weihnachtsfest. Das wünsche ich euch auch allen. Ne? Okay. Ciao. Ciao. Ich habe es gerade schon den Kollegen gesagt, ihr standet einfach sicherer heute, gut, einfach kompakt hinten, geordnet. Ne? Da waren auch keine großen Lücken drin. Auch deshalb ist wahrscheinlich Leipzig nicht so weit nach vorne gekommen. Fühlt sich einfach für euch auch ein bisschen sicherer an? Ja, man muss ganz ehrlich sagen, die Mannschaft spielt einfach wieder ein bisschen befreiter. Und das ist, wir können gut Fußball spielen. Wir konnten es einfach in Monaten davor vielleicht nicht umsetzen. Das ist hoffentlich die Blockade im Kopf gelöst, dass wir so weitermachen. Das ist eben wichtig. Und man sieht, wie wichtig das ist, dass wenn man eine gewisse Lockerheit hat, dass man dann auch wieder, dass wir wieder unser Ding machen. Und selbst so ein Gegner wie Rasenballsport oder Red Bull oder wie auch immer, dass die dann auch Probleme gegen uns haben. Und wir werden es mit Sicherheit, wenn wir so weitermachen, jeder Mannschaft schwer. Ich wünsche es euch gegen Red Bull auf jeden Fall auch, dass es so bleibt. Ja, hoffentlich. Quatsch, gegen Burghausen, genau. Das konnte ich mir schon denken. Ja, es wird auch wieder ein schwieriges Spiel, lange Fahrt, aber da müssen wir einfach, an uns glauben, unser Ding machen und dann bin ich mir nicht bange. Frohes Weihnachtsfest. Ebenso, danke. Ciao. Tschüss. Fabian, 0-0 gegen Leipzig. Könnte man jetzt sagen, leider nur ein Punkt, aber fühlt sich eher so an, als wenn das schon eine Steigerung war heute für euch oder zumindest man damit zufrieden sein kann, oder? Ja, ich denke, Red Bull hat einen super Lauf, die eine Top-Mannschaft und wenn man das Spiel gesehen hat, ich denke, das war ein sehr gutes Niveau, auf das wir gespielt haben und von daher sind wir mit dem einen Punkt eigentlich zufrieden. In den letzten Spielen oder sag ich mal so Anfang der Saison hatte man manchmal so ein bisschen das Zittern bei euch hinten auch. Heute standet ihr echt sehr diszipliniert, taktisch da auch echt gut, habt eigentlich nichts zugelassen, was da gefährlich werden konnte. Siehst du es ähnlich, dass ihr da ein bisschen kompakter, sicherer wieder seid? Ja, definitiv. Also ich denke auch, dass durch die letzten paar Spiele, wo wir auch wenig Gegentore gekriegt haben, dass da auch die Sicherheit wieder da ist und dass wir jetzt auch sehr gut eingespielt sind und dann ist das eine logische Folge. Okay, vielen Dank. Okay, 0-0 gegen Leipzig. Kann man damit zufrieden sein oder bist du damit zufrieden?
Na, ich denke, wenn man zu Hause spielt, muss man vor die 3 Punkte gehen. Und, ja, in dieser Weise haben wir 2 Punkte verloren. Siehst du das Spiel ausgeglichen oder eher für euch? Na, ich denke schon, dass das Spiel schon ausgeglichen war. Von daher ist das Punkt auch gerechtfertigt. Aber ja, zu Hause will man eigentlich mehr. Waren die Rollen so verteilt, dass man sagen kann, Leipzig war leichter Favorit heute? Ja, schwer zu sagen. Ich denke, wenn wir zu Hause spielen, wir die letzte Woche sehr stark. So, ja, von daher weiß ich das nicht. Jetzt sind zwar nur ein Punkt, in Anführungsstrichen ein Punkt, trotzdem eine Steigerung für euch? Ja, ich glaube schon. Wenn wir die letzte Woche schon die steigende, ich glaube jetzt 5 Wochen hintereinander umgeschlagen, glaube schon, dass eine steigende Linie da ist. Ich wünsche dir nächstes Mal wieder ein Tor. Ich wünsche mir nächstes Mal ein bisschen mehr Spielzeit. Okay, das auch, genau. Ciao. Ja, danke. Was ist als Balljunge bei Postman? Cool. Was ist denn da cool dran? Ja, wenn man der Ball im Aus ist, ne, dass man den dann wieder zurückwerfen kann. Das kann man ja auch zu Hause machen, oder? Nee. Das ist aber nicht so emotionsvoll. Weil jetzt dann da die Spieler auf dem Platz sind, oder was? Ja. Siehst du das genauso? Ja, genau. Wenn die Spieler an einem vorbeilaufen, dann denkt man schon, ja, jetzt sieht man die. Also ich war früher bei Kinderhaus, da war ich immer im Fußballcamp, da waren die immer ein paar Preußenspieler zu Gast und jetzt laufen die da so an einem vorbei und das ist das Normalste auf der Welt, deswegen das finde ich. Okay, dann viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss.